Dicht gedrängt standen die zahlreichen Fans von Michael Hirte am Montagmittag im BC-Center, um einen Blick auf ihr Idol werfen zu können. Der schüchterne Musiker vermarktete hier seine neue Platte Sehnsuchtsmelodien. Es ist das mittlerweile 9. Album des sympathischen Mundharmonikaspielers und ein Werk, auf das er besonders stolz ist. Denn neben bekannten Melodien wie dem Karel-Gott-Klassiker Fang das Licht spielen auch selbst komponierte Stücke eine große Rolle auf dem Tonträger. So unter anderem das Lied Meine Sehnsucht. Wenn ich das spiele und die Augen schließe, dann packe ich alle meine Gedanken rein, was ich so erlebt habe. Mit dem Publikum, auf der Bühne, meine Frau, meine Kinder und da fallen mir dann auf immer die Töne so ein. Und so sieht man dem Musiker bei der Interpretation des Songs dann auch durchaus an, dass es von den Menschen handelt, die sein Herz berühren. Inspiration für solch gefühlvolle Stücke ist vor allem seine geliebte Familie. Erst vor wenigen Tagen fand die Hochzeit mit Traumfrau Jenny statt. Ja, ja, stimmt, ich bin ja frisch verheiratet. Aber ich habe den Ring gewechselt, ja, das ist jetzt links, nicht mehr rechts. Wer rechts, das tut immer so weh. Michael Hirtes persönlicher Favorit ist allerdings ein ganz anderes Musikstück. Ave Maria. Das machte ihn damals 2008 auf einen Schlag berühmt. Vom ehemaligen Hartz-IV-Empfänger und Straßenmusiker in Potsdam wurde er quasi über Nacht zum gefeierten Popstar. Ganze 70% aller Anrufer begeisterte Michael Hirte damals mit seiner Interpretation des Kirchenliedes. Dieses Lied, also das ist wirklich, das hat mir viele Türen geöffnet und dadurch habe ich viele Fans und bin ich unendlich dankbar. Und deswegen ist das immer schön, wenn man live unterwegs ist, da kann man sich bei allen live bedanken dafür, dass sie für mich angerufen haben. Und dieses musikalische Dankeschön kam am Montag bestens an. Mit seinem Ave Maria berührte er auch die Herzen seiner jüngeren Fans. Wenn ich so auf Tour bin oder unterwegs bin, dann spiele ich irgendwas vor mir her. Ja. Da entstehen dann solche Melodien? Ja, das nehme ich dann auf mein Handy auf, dann schicke ich das meinem Produzenten und der macht die Hintergrundmusik dazu und so kann man komponieren auch ohne Noten. Im Anschluss schrieb der Künstler dann auch noch fleißig Autogramme und nahm sich Zeit für jeden einzelnen seiner Fans. Denn trotz seines großen Erfolgs, Michael Hirte hat nie vergessen, wem er das alles zu verdanken hat. Danke an alle Fans und hoffentlich sehen wir uns bei meinen Konzerten. Schaut einfach nach www.michaelhirte.de und ich freue mich schon auf euch. Danke, dass es euch gibt.